Herzlich willkommen zu einer neuen Spielvorstellung von mir, diesmal Prehistory von A-Games. Ja, ein Spiel, das ich von Essen mitgebracht habe, habe mir auch gleich die ganzen Kickstarter-Sachen dazu gekauft. War nicht billig das Ganze, ja, mit den speziellen Holzpöbel, die ihr dann sehen werdet und zwei Erweiterungen dazu mit Räuber, die dazu noch dazu kommen und Anführer. Und ja, endlich wieder ein Euro-Game, das mich wirklich begeistert hat. Ein tolles Spiel, ja. Hebt sich angenehm von den anderen ab. Und worum geht's da? Ja, er versucht natürlich klassisch einen Mittelalter, sage ich, einen steinzeitlichen Stamm natürlich hochzubringen. Ja, also dass er den wachsen und gedeihen lässt, der am Meer die Landschaft erkundet, ernten könnt, fischen gehen und so weiter. Also so ein richtig tolles Steinzeit-Aufbauspiel. Und das Spiel hat Werte und zwar 30 Minuten pro Spieler, 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahre. Ja, ob es dann diese Kriterien oder diese Angaben erfüllt, werden wir dann im Fazit sehen. Gleich vorweg, ich finde das Spiel super. Ja, also definitiv ein geiles Spiel und freue mich euch, dass ich euch das Video zeigen kann. Es ist wirklich ein Biest, ja. Das ist wirklich ein Biest, dieses Spiel zu erklären. Das spielt sich fast schon auf drei Ebenen, würde ich sagen. Ja, das Frühjahr funktioniert anders wie wie der Sommer. Ja, und dann kommt der Herbst noch dazu mit einem eigenen Minispiel sozusagen. Also das sage ich jetzt persönlich mal dazu, drei Ebenen, die ich euch versuche hier zu erklären. Ich hoffe, es kommt gut rüber. Wie sich das Spiel dann anfühlt, muss man dann natürlich selber testen. Aber ich kann euch nur sagen, wirklich Bombe geworden, das Spiel. Ja, lang geredet. Ich würde sagen, gehen wir auf den Tisch und ich werde euch jetzt das Ganze mal vorstellen und zeigen. Und wenn ihr Fragen habt oder ihr seht irgendwelche Fehler, die ich gemacht habe, dann bitte in die Kommentare schreiben. Aber ich habe mir jetzt echt Mühe gegeben. Ich glaube, ich habe so 95% oder 98% von diesem ganzen Spiel erklärt. Vielleicht bei den Punktewertungen noch ein bisschen was ausgelassen. Aber ja, noch eine Info und zwar bei dem Ritual, ja, wird noch die Spielerreihenfolge angepasst. Das habe ich bei der Ritualaktion vergessen zu sagen, aber später in der Erklärung dann nochmal habe ich das gemerkt und dann natürlich noch ergänzt. Ja, aber jetzt geht's los und wir sehen uns auf dem Spieltisch. Bis gleich. Da sind wir auch schon auf dem Spieltisch und wie ihr sehen könnt, gibt es hier sehr, sehr viel zu erklären. Ja, im Groben. Der Spielaufbau seht ihr hier die Hauptkarte eures Lagers, ja, das ist sozusagen das Zentrum und hier drüben seht ihr die gesamte Landschaft, die ihr dann erkunden könnt und ihr müsst euch vorstellen, hier in der Mitte befindet sich sozusagen dieses große Lager und da könnt ihr dann euch ausbreiten. Ja, dieses Spiel läuft über 5 Runden. Wir haben hier in der Mitte ein sozusagen ein Preisrad, das jede Runde ausgetauscht wird. Und wir haben dann noch 4 über, ja, die werden dann zufällig gezogen. Und wenn das 5. gezogen ist, wird dann eben die Schlussrunde gespielt, dann hat jeder noch eine Aktion und dann werden die ganzen Punkte zusammengerechnet. Darum geht es in dem Spiel. Und ihr habt hier auf diesem Spielplan 6 Aktionsfelder, die ihr wählen könnt. Und eine Auslage an Ritualkarten, Jagdkarten, Höhlenmalereiplättchen. Der Spielaufbau wird auch ganz schön dargestellt, da könnt ihr euch das dann natürlich ansehen. Ja, jeder Spieler bekommt hier noch so ein Spielertableau. Und zwar sehen wir hier eine Höhlenmalerei-Aktionsfeld, Früchte, die man ernten kann, die Ablage für Ressourcen, die Ablage für Aktionssteine und die Ablage für euer Preisrädchen. Ja, das Ganze würde dann so aussehen. Jeder bekommt am Spielanfang noch zweimal Arbeiter und eben ein Preisrad. Das kann er frei wählen, wie er es positioniert und abhängig davon Startressourcen bekommt. Ja, in diesem Fall würde ich jetzt zweimal Fisch bekommen, dann dreimal Früchte, einmal ein Tier, sozusagen ein Fell und einmal einen Ritualstein. Ganz wichtig ist, was ihr am Anfang immer vergessen werdet oder öfters in der ersten Partie, Ressourcensteine werden hier gelagert, Aktionssteine werden hier gelagert. Ja, beide verwenden dieselben Cubes hier. So, jetzt habe ich mir gedacht, wie erkläre ich euch jetzt am besten die
ganzen Aktionsfelder her, denn das Spiel ist sozusagen oder wird sozusagen auf, naja, 2 bis 3 Levels gespielt, kann man sagen. Warum? Es gibt eine Frühjahrsaktion, ja, dann kann man für Ressourcen Aktionen machen, dann kommt der Sommer, da kann man für Aktionssteine Aktionen machen. Dann gibt es noch den Herbst, ja, da kann man sich dann auf der Landkarte ausbreiten. Es ist eigentlich noch ein kleines Minispiel dazu. Und im Winter wird das Ganze wieder resettet. Ja, ich zeige euch das mal hier in der Anleitung. Ja, das Ganze würde dann eben so aussehen, ja, Frühjahr, ja, was kann ich da machen mit der Felsmalerei und was kann ich im Sommer machen? Oder Belohnung und so weiter. Und dann geht es hier weiter. Da haben wir dann Frühjahr, Sommer und Frühjahr, Sommer. Ja, also ich habe mir gedacht, ich erkläre euch das genau so wie in der Anleitung. Und dann, wenn ich die Aktionen durch habe, gibt es dann noch zum Schluss eine kleine Übersicht, damit ihr euch das hoffentlich noch besser vorstellen könnt. So, kommen wir zu den Frühjahrsaktionen. Was seht ihr hier alles? Wir sehen hier ein zentrales Preislad. Ja, alle werden am Anfang natürlich ausgerichtet mit, da haben wir so ein umrandetes Symbol. Ja, das wird hier zufällig gezogen und abgelegt. Und dieses umrandete Symbol soll Richtung Höhlenmalerei zeigen bei jedem Preisrädchen. So, wenn ihr das gemacht habt, dann kommt eine Ressource auf jeden Tragstein. Ihr seht hier, haben wir einen Tragstein, das ist dieser breite Stein, und 2 Sockelsteine, die diesen Stein ja tragen. Dann haben wir Aktionsfelder, ja, wir können hier Früchte ernten, wir können hier ein Ritual abhandeln, ja, hier seht ihr auch das Aktionssymbol dazu, hier eine Frucht, hier ein Ritualsymbol, hier kann man fischen, dann kann man jagen, man kann migrieren, das heißt mehr Leute gewinnen. Und hier kann man Höhlenmalerei durchführen. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt erstmal mit der Aktion Höhlenmalerei. Ja, generell, wie führt man jetzt so eine Aktion im Frühjahr durch? Ja, wir befinden uns jetzt im Frühjahr. Für alle Aktionen, die ich euch zeige, werde ich euch eben den Frühjahr und gleich danach den Sommer erklären. So, Höhlenmalerei. Wir haben hier natürlich, wie ihr gesehen habt, ich halte das mal ins Bild, eine Auslage für Höhlenmalerei-Bilder. Und hier die dazugehörigen Plättchen. Wenn ich jetzt diese Aktion durchführen will, ja, dann ist ganz wichtig, ich muss am Ende der Aktion eine beliebige Ressource von meinem Vorrat, ja, das kann blau, rot, gelb, braun sein oder weiß, egal, also eine beliebige Ressource auf den jeweiligen Sockelstein der Aktion legen. Ja, im Fakt heißt das, wenn wir diese Aktion machen, wir sehen hier, das ist eine graue Aktion. Dann müssen wir hier auf diesem Feld, weil dieses Rädchen hier auf diesen Sockelstein hier zeigt, ja, für diese graue Aktion eine beliebige Ressource abgeben, damit wir überhaupt einmal diese Aktion machen dürfen. Ja. Aber in der Anleitung steht am Ende der Aktion, ja, vielleicht bekommt ihr ja noch etwas vorher, damit ihr euch die Aktion bezahlen könnt. So. Aber jetzt führen wir erstmal die Aktion durch. Jetzt ist es so, ihr müsst Ressourcen abgeben, basierend an dem Plättchen, was ihr euch kaufen wollt. Ja, es ist ganz wichtig, ich hoffe, ich bringe das auf die Kamera, ja. Wenn ihr hier ein Plättchen anbauen wollt, nehmen wir als Beispiel mal diese schwarze Hand. Hoppala. Diese schwarze Hand, ja, ihr dürft nur ein Plättchen bauen und auch nur eine Aktion jetzt durchführen, wenn ihr an der Reihe seid. Diese schwarze Hand kostet euch jetzt basierend auf dem Preisrädchen hier oben eine braune Ressource. Ja. Ich zeige euch das hier mal kurz mit der Kamera ein bisschen ranzoomen.
Ja, ihr seht schon, die schwarze Hand kostet einmal braun. Ja, was er dann macht, ist eben einfach nur eine braune Ressource in den Vorrat zurückgeben, nehmt diese schwarze Hand und baut es in eure Höhlenmalerei ein. So, jetzt gibt es natürlich auch Blättchen, die haben mehr Symbole drauf. Ja, beispielsweise nehmen wir mal hier diesen Jäger hier und dieses Wassersymbol. Dann schaue ich hier oben, das Wasser kostet hier eine Frucht. Der Jäger kostet mich einen Stein. Ja, das würde mich dann eben rot und grau kosten, besitze ich nicht, also kann ich dieses Blättchen nicht bauen. Natürlich gibt es auch welche mit drei Symbole: Hand rot, Hand schwarz und Wasser. Bedeutet dann, ich müsste ein rotes abgeben, ein schwarzes und ein braunes. Könnte ich mir auch jetzt nicht mehr leisten. Was ich vergessen habe, generell, die Spieler führen abwechselnd immer so viele Aktionen durch, wie sie machen wollen. Also immer jeder einer. Ja, zum Beispiel Spieler 1 macht eine Aktion, dann ist der nächste Spieler dran, macht eine Aktion. So lange, bis alle Spieler gepasst haben, dann ist das früher zu Ende sozusagen. Ja, also ihr habt immer eine Aktion zur Verfügung und müsst warten, bis ihr wieder an der Reihe seid. Und wenn ihr gepasst habt, könnt ihr im Frühjahr nichts mehr machen. Also gut aufpassen mit euren Ressourcen. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie die Höhlenmalerei funktioniert. So, jetzt haben wir uns so ein Blättchen gekauft und nicht vergessen, am Ende der Aktion geben wir eine beliebige Ressource hier auf die Höhlenmalerei Sockelsteine. Ja, wenn ihr natürlich Pech habt und ein anderer Spieler hat hier schon eine beliebige Ressource auf diese Sockelsteinaktion, auf diese Höhlenmalerei-Aktion hier gelegt, ich zoome da mal ran. Dann seht ihr, ich könnte keine Höhlenmalerei mehr durchführen. Ja, also bei 4 Spielern oder bei 3 Spielern ist hier gleich voll, wenn das viele machen wollen. Und ihr müsst wirklich auch schon gut überlegen, wann ihr das denn durchführen wollt, bevor es euch einer wegschnappt. Das war die Höhlenmalerei-Aktion im Frühjahr. So, wenn das Frühjahr zu Ende ist, dann kommt ihr immer an Aktionssteine oder durch diverse Aktionen kommt ihr auch an Aktionssteinen, ja. Und wie ich am Anfang gesagt habe, das sind ja dieselben Steine wie hier diese Cubes, nur dass sie einen anderen Lagerplatz haben, ja, hier unten. Und wenn ihr jetzt die Höhlenmalerei vollständig habt, ja, zum Beispiel, ihr baut jetzt hier ein Blättchen und baut hier ein Blättchen, und ich würde in der Mitte jetzt noch ein Blättchen bauen, dann würde es hier angrenzen, ja, oben und unten, und pro Angrenzung würde ich dann einen Bonus bekommen, ja, also hier dann 2 Glaubensressourcen. Ja, wenn ich nur hier und hier eins anbauen würde, dann würde ich natürlich nur eine Ressource bekommen. Ja, ganz anders wäre es natürlich, wenn ich hier einen anbaue, dann baue ich hier einen an, dann würde ich einen Fisch bekommen, und wenn ich die Ecke zusetze, bekomme ich auch einen Fisch. Ja, aber wenn ich hier unten noch einen liegen habe und dann das Eck setze, dann würde ich bekommen also ein Fell und ein Fisch. Ja, und ihr seht hier diese Sonne und diese Aktionssymbole hier. Das bedeutet, das sind keine Ressourcensteine, sondern Aktionssteine. Ja, und wenn ihr diese Aktionssteine bekommt, werden die hier unten gesammelt und hier eben die Ressourcen also schön getrennt voneinander ablegen. Ja, und jetzt kommt eben der Sommer. Da gibt es dann noch eine Mechanik, wenn der Sommer dann auftritt, und die Mechanik hier in der Mitte erkläre ich euch dann, wenn alle Aktionsfelder erklärt sind, damit ihr das Ganze auch versteht, wie ihr dann noch an Aktionssteinen rankommt. Ja, im Sommer, also wir erinnern uns, wir haben jetzt Ressourcen ausgegeben, um das hier zu bezahlen, laut diesem Blättchen, was wir hier einbauen können, und dann noch einen beliebigen Stein auf den Fuß. Und im Sommer läuft das dann anders. Ihr braucht nur graue Aktionssteine abgeben pro Ressource, die ihr bezahlen müsst. Ja, ihr seht hier einen grauen Stein, das heißt, ich habe hier eine Hand, dann gebe ich eine graue Ressource ab und kann es hier einbauen.
Wir haben hier drei Symbole abgebildet, dann gebe ich drei Ressourcen ab und könnte natürlich dann sofort einbauen. So differenziert sich jetzt eben die Aktion Frühjahr zum Sommer. Ja, im Sommer müsst ihr verschiedene Ressourcen bezahlen und im Frühjahr und im Sommer müsst ihr nur eine Ressource bezahlen. Ja, aber der Unterschied ist auch, im Sommer darf jeder nur eine Aktion wählen. Dazu komme ich dann, wenn ich den Sommer mehr fokussiere. Okay, wir kommen zum Sammeln. Also ihr könnt hier ernten sozusagen, baut euer Stamm hier Früchte an, die ihr dann aberntet. Und im Frühjahr, ja, ihr werdet es schon erahnen, müsst ihr hier die entsprechende Ressource ausgeben, um ein Blättchen einzusammeln. Ja, wie würde das wieder aussehen? Ich will jetzt zum Beispiel hier diese Nüsse haben. Dann gebe ich eine Ressource in den allgemeinen Vorrat und am Ende noch eine beliebige Ressource auf das Aktionssymbol Sockelstein hier, den Sockelstein, und habe jetzt schon einen Platz hier belegt. Ja, ich nehme dieses Blättchen und lege es hier in mein Tableau bei die Nüsse ab. Ja, um euch hier den Zoom zu ersparen, zeige ich euch, was man da beim Sammeln eben machen kann. Ihr könnt 6 verschiedene Früchte sammeln und diese Früchte gehören paarweise zusammen. Ja, also dieses Paar und dieses Paar. Und wenn ihr jetzt diese 2 Früchte sammelt, ja, ihr habt hier ein Blättchen und hier ein Blättchen, dann bekommt ihr die Boni, die hier abgedruckt sind. Ja, also zum Beispiel habe ich hier 2 Blättchen liegen, einen weißen Stein und einen braunen Stein. Habe ich hier beide liegen, einen Fisch und ein Ritual, habe ich hier beide liegen, einen Stein und einmal Früchte. Ihr könnt das auch öfter sammeln, ja, wenn ihr schon 2 Blättchen liegen habt, für das nächste Paar bekommt ihr wieder den gleichen Bonus. Ja, soweit die Sammelaktion, da gibt es natürlich noch andere Früchte hier, manche geben euch noch Zusatzboni, wie hier einmal Fortschritt, ja, hier ist die Fortschrittleiste, zu der ich dann komme, und wenn ihr den Fortschritt habt oder bekommt, dann gebt ihr euch sofort hier einen Schritt auf der Fortschrittsleiste. Ja, dann habe ich eben hier gesammelt, das Blättchen eingebaut und bin fertig. Im Sommer ist es dann natürlich so ähnlich, ja, das kann man sich schon leicht merken, so ähnlich wie hier bei der Höhlenmalerei. Und ihr könnt es schon erahnen, ich werde hier nicht mit Ressourcen bezahlen, sondern mit Aktionssteinen. Und das ist jetzt auch ganz einfach, und zwar jeder ist einmal an der Reihe, wie immer. Und man darf hier für 2 rote Würfel, ja, also 2 Cubes, ein beliebiges Blättchen nehmen und in seinen Spielertableau einbauen. Ja, also nicht mehr differenziert bezahlen, sondern 2 Cubes, ein beliebiges. Das war das Ernten. Jetzt kommen wir zum Ritual. Ja, am Spielanfang dürft ihr eure Steine entweder nur sternförmig auslegen oder nur in einer Dreierreihe. So, ich möchte noch eine kleine Anmerkung machen, und zwar, ich habe hier das Kickstarter-Material dazu gekauft, das war nicht billig. Ihr seht hier die kleinen Flammen und so. Normalerweise sind hier kleine Holzzylinder noch dabei, ja, also das differenziert sich dann, wenn ihr eure Retail-Version habt und euch fragt, warum ich hier so schöne Arbeiter oder Schamanen habe. Ja, dieses Ritual ist jetzt wieder im Frühjahr, und im Frühjahr geben wir wieder Ressourcen aus, die wir von unserem Tableau haben. Ja, also ich zeige euch nochmal zur Erinnerung, nicht vergessen, Ressourcen hier oben und dabei dann die Aktionssteine. Jetzt sind wir eben bei den Ressourcen und ich darf hier jetzt die Schamanen um das Lagerfeuer tanzen lassen. Ja, da würde ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen gelben ausgebe, ja, dann dürfte ich ein Männchen bei dieser Aktion auf gelb stellen. Ja, ich zoome da jetzt mal ein bisschen ran. Also gebe ich einen gelben aus und stelle den von diesem Platz auf diesen Platz. Als Erinnerung, wo er gewesen ist, stelle ich hier noch die Ressource ab. Da seht ihr gleich warum. Ja, das kann ich bis zu 3-mal machen. Ich könnte jetzt zum Beispiel einen braunen abgeben, stelle den hierhin auf die braune Seite,
und gebe hier die Ressource hin. Wenn ich das jetzt das dritte Mal machen will, ja, hier zum Beispiel weiß, dann gebe ich weiß ab und setze den auf dieses Feld. Warum habe ich jetzt die Ressourcen dahingelegt als Erinnerung? Ihr habt eine Regel. Ihr dürft euch nicht auf ein Feld stellen, ja, wo sich schon ein Männchen von euch befindet. Zusätzlich dürft ihr euch nicht auf ein Feld stellen, wo sich vorher schon ein Männchen von euch befunden hat. Darum legt man sich hier die als Erinnerung ab. Ja. Das heißt, hier darf ich keinen grauen mehr bezahlen, keinen braunen, jetzt bin ich schon farbenblind. Ah, der ist ja hier gestanden, sorry. Ja, also hier darf ich kein Männchen mehr abstellen, weil der ja hier oben gestartet ist. Ja, das kann verwirren. Das heißt, er ist auf braun gewandert. Ich habe hier markiert, wo er gestanden ist oder gestartet ist, um hier keinen mehr reinzusetzen. Ja, seht schon, das muss man machen, wenn man mehr als drei Rituale oder wenn man mehr als zwei Rituale oder mehr als ein Ritual macht, weil sonst wird es wirklich unübersichtlich, auch bei vier Spielern. Ist kein Hindernis, aber man muss genau aufpassen, was man hier macht. Ja, dann geben wir die Steinchen weg. Ich habe jetzt einen Ritualwert von 3 gehabt und jetzt darf ich mir ein Ritualkärtchen nehmen. Das sehen wir uns dann hier oben an. Diese Karten hier geben mir Boni und haben hier einen Ritualwert. Hätte ich jetzt nur ein Männchen um das Lagerfeuer bewegt, dann dürfte ich mir nur eine Karte mit dem Wert von 1 nehmen. Habe ich eine Ritualstärke von 2 gemacht, ja, dann dürfte ich mir hier diese Karte nehmen. Und habe ich eine 3 gemacht, dann dürfte ich natürlich auch eine Dreierkarte nehmen. Was machen diese Plättchen? Die geben euch sofort Boni in Form von Siegpunkte oder auch Fortschrittspunkte und sie geben euch am Spielende meistens nochmal diverse Spezialfähigkeiten, die ihr machen könnt. Ja, wir haben hier zum Beispiel, ich zoome da mal raus, wenn ihr hier eine Reihe baut am Spielende, ja, bei eurer Höhlenmalerei, nicht eine Spalte, sondern eine Reihe, bekommt ihr 2 Siegpunkte pro Reihe. Ja, oder hier dieses Plättchen, wenn ihr diese Spalte fertig habt, dann bekommt ihr 4 Siegpunkte. Ihr bekommt aber auch sofort einmal Fortschritt. Ja, da gibt es auch viele, viele Karten hier, auch für andere Reihen. Hier für Fische gibt es noch welche. Also pro Fischplättchen mit einer 3 am Ende bekommt ihr einen Siegpunkt. Für Zweier einen Siegpunkt. Hier ein Tierplättchen, das da zum Jagen dann genauer erklärt wird. Wenn ihr 15 Fischpunkte habt, dann bekommt ihr 6 Punkte am Ende des Spiels. Hier pro Lager, das ihr bis gebaut habt, einen Siegpunkt und so weiter. Ja, da gibt es schon noch ein paar Karten hier, die sehr, sehr cool sind. Diese Karte ist auch lässig, die lässt euch eine andere Ritualkarte nochmal werten. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Ihr gebt Ressourcen aus und basierend auf die Farbe, die ihr gewählt habt, setzt ihr eure Steine. Dürft euch nicht auf ein Feld bewegen, wo schon einer von euch gestanden ist und wo schon einer von euch steht. So, das war das Ritual. Im Sommer ist es natürlich ganz einfach. Ihr dürft euch pro Bewegung, das ihr macht, einen gelben Stein abgeben. Das heißt, 3 gelbe Steine dürft ich 3 Schamanen bewegen auf ein beliebiges Feld. Ja, also 3 Aktionssteine. So, und nicht vergessen im Frühjahr natürlich wie immer, wenn ihr dieses Ritual durchgeführt habt, am Ende hier auf das Ritual einen Stein legen. Also eine Ressource. Dann kommen wir zum Fischen. Ja, Fischen ist auch ganz einfach. Da muss ich jetzt auch noch ein bisschen ranzoomen. Und zwar haben wir hier auch ein Ressourcenrad. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben hier dieses Ressourcenrad für 2 Aktionen zur Verfügung, ja, für die Fischerei und für das Jagen. Diese untere Hälfte hier, die im Wasser liegt, ja, ist schön zu erkennen, diese zählen für das Fischen und die obere Hälfte, die an Land liegt, zählt fürs Jagen. Jetzt funktioniert das im Frühjahr wieder gleich. Ihr könnt hier diese Art Ressourcen abgeben, gelb, weiß oder blau und dürft euch
einen Fisch des entsprechenden Wertes nehmen. Ja, zum Beispiel bei 3 kann ich mir auch das Dreierblättchen nehmen. Zusätzlich dürfte noch den entsprechenden Wert hier an der Leiste voranfahren. Und wenn der Sommer zu Ende ist, bekommt ihr die Boni, die hier abgedruckt sind. Also alle 5 Runden sozusagen könnt ihr dann ein paar Siegpunkte und Fortschrittspunkte abgreifen, wenn ihr viel fischen wart. Ja, beim Jagen, also das Blättchen nehmt ihr natürlich an euch, ja, das kann euch am Ende noch Siegpunkte bringen für eure Set Collection. Beim Jagen, das ist ja gleich oberbei und ich erkläre euch das Ganze auch natürlich noch für den Sommer. Was ist dann die logische Schlussfolgerung beim Fischen? Ihr gebt blaue Aktionssteine ab, um hier fischen zu können und je nach Wert 1, 2 oder 3 einen Fisch zu nehmen. So, dann beim Jagen ist es genau das Gleiche. Hierbei zählen diese Ressourcen an Land, ja, braun, rot oder Stein in diesem Fall. Und Jagen funktioniert dann genau gleich. Je nachdem, wie viele Ressourcen ich abgebe, natürlich am Ende der Aktionen wieder hier an den Sockelstein hier unten einen Stein ablegen. Und je nachdem, wie viele Ressourcen ich abgegeben habe, darf ich mir dann hier eine Karte aussuchen aus diesen Tieren, die ich gejagt habe, ja, also die ich jagen will. Und da gibt es folgende Karten, und zwar ein Tier. Das bringt euch sofort einen Siegpunkt, der Autofokus, einen Siegpunkt, und das hat einen Wert von 1. Ja, mache ich eine Jagd, wie beim Ritual, im Wert von 1, dann darf ich nur eine 1er Tier nehmen. Da gibt es natürlich noch 2er und 3er. Ja, dieses Tier ist am Spielende dann auch noch Siegpunkte wert, wenn ihr die Fußspuren dazu erhält. Ja, die Fußspuren zeige ich euch auch gleich. Die sind hier. Die Fußspuren werden dann mit dem jeweiligen Tierblättchen multipliziert, die dann auch zu diesem Tier passen würden. Ja, wir haben hier zum Beispiel ein Mammut und das wird dann multipliziert. Wenn ihr 2 Mammuts habt mit einem Siegpunktwert von 1, ja, dann, und ihr habt 2 Fußspuren, dann müsst ihr 2 mal 2, dann würdet ihr am Spielende 4 Siegpunkte bekommen. Ja, die Fußspuren bringen euch noch was. Und zwar, ihr erhaltet diese Karte, bekommt sofort eine Fruchtressource, ja, nicht Aktionsstein, sondern Ressource. Und wenn ihr jetzt eine zweite Fußspurenkarte der gleichen Art findet, legt ihr sie gleich darüber. Ich zeige das mal vor. Schauen wir mal, ob ich, ja, da haben wir schon eine. Und angenommen, ich bekomme hier jetzt eine zweite Karte, dann lege ich diese zweite Karte der Übersichtshalber, kann ich mir so anlegen und sehe mir dann vorher noch an, was ich bekommen würde. Ja, zum Beispiel hier eine Frucht und ihr bekommt zusätzlich noch diesen weißen Stein, diesen Migrationsstein. Ja, das heißt, würde ich jetzt noch eine dritte Karte legen, bekomme ich eine Frucht, einen weißen Stein und die neue Belohnung. Also es wird immer mehr, je mehr gleiche Fußspuren ihr sammelt und könnt natürlich, wenn ihr das zugehörige Tier gefunden habt, auch noch am Spielende multiplizieren mit dem Tier. Ja, also sehr thematisch gemacht, finde ich sehr cool, die Aktion. Ja, und zurück zur Aktion. Das Jagen hier oben, wie beim Fischen auch, im Sommer kann ich dafür dann eben braune Ressourcen abgeben, um dafür den jeweiligen Wert an Tierkarten zu jagen. Ja, nun zur Migration hier oben. Was könnt ihr hier machen? Die Migration erlaubt es euch, Männchen von eurem Spielplan hier auf das Spielfeld zu legen. Ja? Und das hängt davon ab, wie viel ihr Lager gebaut habt. Ja, wie läuft die Aktion ab, genauso wie die anderen auch. Mit dem Unterschied, gebt ihr hier eine rote Ressource aus, dürft ihr ein Männchen von eurem Tableau auf dem Spielplan stellen, ja, zum Erkunden. Gebt ihr hier gelb und blau ab, dann dürft ihr bis zu 3 Männchen migrieren lassen. Ja, das ist ganz wichtig. Gibt es ein paar Regeln, und zwar Migration bedeutet, wie ich schon vorher gesagt habe, von eurem Spielertableau auf das zentrale Lager, jetzt erstmal, wenn ihr noch kein Lager habt, hier Männchen stellen. Im Laufe des Spiels könnt ihr hier mehr Lager bauen, da könnt ihr euch das Lager dann aussuchen, aber ihr müsst, also ihr könnt diese, wenn ihr zum Beispiel diese Dreieraktion mit Migration macht,
müsst ihr alle auf dasselbe Lager stellen. Ja, in diesem Fall würde ich jetzt eine Dreieraktion machen oder eine Zweieraktion oder eine Dreier, das ist ja egal, ich habe nur zwei jetzt am Anfang, dann müsste ich alle beide hier in die Mitte stellen. Also folglich ist diese Aktion nur dazu da, um eure Männchen auf den Erkundungsplan zu bekommen. Ja, dann geht es gleich weiter. Wie gesagt, könnt ihr euch auch schon vorstellen, hier oben haben wir ein weißes Symbol. Das sagt uns, wir müssen in der Sommerphase weiße Aktionssteine dafür bezahlen, um hier migrieren zu dürfen. Hier gibt es aber einen Unterschied, den ich euch zeige, hier an diesem Ding. Generell war es so, dass man immer einen Stein für den jeweiligen Wert bezahlt hat. Wenn ihr aber hier 4 bezahlt, dann könnt ihr auch 4 Männchen migrieren lassen. Ja, das ist der Unterschied. Ihr könnt normalerweise keine 4 migrieren lassen. Ja, wir haben hier nur 3 und 3 und 1 und 1. Aber mit dieser 4-Steine-Aktion könnt ihr dann 4 Männchen von eurem Tableau auf den Spielplan stellen. So, dann haben wir die Migration durch. Jetzt fasse ich die Aktionen nochmal zusammen. Also im Frühjahr gebt ihr Ressourcen aus, um diese Scheibchen zu bezahlen. Ja, die zeigen euch an, was euch die Aktionen, welche Farben sie es euch kosten. Und im Sommer könnt ihr nur Aktionssteine verwenden, um sozusagen die Aktion farbunabhängiger zu machen, ja, basierend auf der jeweiligen Aktion. Natürlich beim Ritual, das ist natürlich gelb, kann ich dann alle gelben Steine verwenden, um hier ein Ritual durchzuführen. So, beim Sommer, also der Wechsel von Frühjahr auf Sommer ist jetzt ganz speziell. Da passiert jetzt Folgendes. Im Wechsel werden alle, ich gebe jetzt noch mal ein paar Steinchen mehr hier ab, werden alle diese Blättchen, also diese Würfel, vom zentralen Feld, von den Sockelsteinen auf den Tragstein geschoben. So, wir befinden uns im Wechsel zwischen Frühjahr und Sommer. Und jetzt in umgekehrter Spielreihenfolge passiert Folgendes. Die Spieler draften diese Steine aus. Ja, dass ich nicht vergesse, die Spielerreihenfolge, habt ihr hier ein Ritual durchgeführt, dann müsst ihr noch die Spielerreihenfolge festsetzen. Ja, das ist auch schön gemacht. Wenn ihr jetzt ein Ritual durchführt, hier liegen noch keine Steine, dann dürft ihr am weitesten links euren Stein ablegen. Wenn der nächste Spieler ein Ritual macht, setzt er seinen weiter hinten. Würdet ihr jetzt noch eine Aktion Ritual machen, dann würdet er sich vor euch schieben. Ja, und Anfang nächster Runde werden die Spielereihenfolgen dann angepasst. Ja, je nachdem, welchen Platz man hier unten erkämpft hat, ja, der grüne Spieler könnte sich auch wieder nach vorne schieben, wird dann die Spielereihenfolge dann eben wieder angepasst. Das wäre die Ergänzung zum Ritual. Ja, das kann man schon ein paar Mal vergessen am Anfang, da muss man auch noch nachsehen. Ja, also, in umgekehrter Spielenreihenfolge jetzt, ganz wichtig umgekehrt, dürft ihr euch jetzt einen Tragstein aussuchen und bekommt alle Aktionssteine von diesem Tragstein. Ja, das ist ganz wichtig, weil das dürft ihr nur einmal machen, also müsst ihr ganz gut entscheiden, welchen Tragstein ihr euch aussucht. Ja, dann nimmt sich jeder seinen Tragstein und legt diese Ressourcen, auch ganz wichtig am Anfang, vergesst es nicht, hier auf die Aktionssteine. Ja, ich sage auch immer Ressourcen und nicht hier, sondern hier ablegen. Ganz wichtig. Ja, dann macht es jeder Spieler. Ne? Spieler 2 holt sich hier diesen Stein, Spieler 3 wird sich vielleicht das hier noch holen. Und dann gehen wir in den Sommer über und machen eben diese ganzen Sommeraktionen, wo ihr dann nur mehr eine Ressource bezahlen müsst für eure Aktionen. Ja, da haben wir die zwei Hauptjahreszeiten jetzt eigentlich mal durch. Was passiert nach dem Sommer? Ja, das kommt natürlich der Herbst. Am Ende des Sommers bekommt ihr noch hier diese Punkte, die hier auf die Fischereileiste abgedruckt sind, ja, Siegpunkte und
diese Forschungspunkte. Und ich zeige jetzt euch noch einen Clou, und zwar diese Forschungspunkte könnt ihr für mehrere Sachen verwenden. Also hier haben wir eine Zählleiste, diese Zähne hier sind Forschungspunkte. Ihr könnt sie ausgeben, wenn ihr an der Reihe seid. Ja, also in euren Zug könnt ihr die beliebig verwenden. Für einen Zahn, den ihr hier abgebt, dürft ihr ein beliebiges Rädchen drehen um eins im Uhrzeigersinn. Ja, auch euer eigenes Blättchen. Ja, und das ist der Clou in diesem Spiel. Da komme ich dann am Ende noch drauf zu sprechen, mit ein bisschen ein Kurzfazit. Ausgenommen davon ist dieses Preisrad in der Mitte. Ja, das darf man nicht verdrehen. Das wird sowieso jede Runde erneuert. Aber ihr dürft euch pro Zahn um eins nach rechts drehen. Das heißt, ich könnte auch drei Zähne ausgeben und nach rechts drehen hier, falls ich die Ressourcen an, also diese na, Tabellen hier an meine ausliegenden Ressourcen anpassen will. Oder wenn ich natürlich in der nächsten Runde plane, hier andere Ressourcen zu bekommen, kann ich auch mein eigenes Blättchen verdrehen. Also ein sehr toller Mechanismus, der wirklich die anderen Spieler auch extrem nerven kann. So, ja, aber jetzt kommen wir zum Herbst. Ja, was passiert denn da jetzt im Herbst? Im Herbst dürfen die Spieler sich jetzt bewegen. Ja, bewegen heißt, sich auf der Landkarte auszubreiten, Lager zu bauen und so weiter. Jetzt kommt auch dieses zentrale Preisrad nochmal zum Tragen. Und zwar dürft ihr euch Bewegungspunkte erkaufen mit euren Ressourcen, die ihr besitzt. Ja, da dürft ihr auch Aktionssteine ausgeben, also Ressourcen und Aktionssteine. Und zwar bekommt ihr hier für einen roten Aktions- oder Ressourcenstein eine Bewegung, für einen grauen 2, für einen blauen 1, für einen weißen 3 und so weiter. Ja, also könnt ihr da, jede Jahreszeit liegt, ist das natürlich anders, also jede Runde. Wir geben jetzt zum Beispiel mal einen weißen Stein ab und bekomme 3 Bewegungen. Ja, dann sehen wir mal die Landkarte hier durch. Das Bier mal auf die Seite. So. Ja, dann könnt ihr euch bewegen. Ihr dürft diese Bewegung beliebig auf eure Männchen aufteilen. Ihr dürft ihn aber nicht das zweite Mal in derselben Runde bewegen. Ja, also ihr müsst euch schon gut entscheiden, wie ihr das Ganze dann aufteilt. Und was macht er? Wir können jetzt hier zum Beispiel einen Schritt gehen, sammeln hier dann, wo wir dann landen, dieses Blättchen auf und bauen es sofort in unser Spielertableau ein, kassieren den Bonus, falls wir hier einen Dual-Bonus erreicht haben. Und wichtig ist, wir haben jetzt dieses Feld besetzt. Es darf sich kein anderes Männchen oder Miepel hier auch auf diesem Feld befinden. Ausgenommen davon sind nur die Lager, wenn gerade migriert wurde, dann befinden sich mehr in dem Lager. Aber ansonsten darf man sich eigentlich nur auf ein Feld befinden. Ja, ihr könnt auch nicht in das Lager zurückgehen, weil sich da schon jemand befindet. So, dann gibt es hier natürlich auch noch Tierblättchen. Diese Tierblättchen zählen am Ende wie eine Tierkarte, die ihr gejagt habt. Das Ganze ist natürlich zufällig ausgelegt, auch die Blättchen. Ihr könnt hier auch Ressourcensteine finden oder solche Monolithen hier. Ja, da gibt es welche für Spielende. Und es gibt welche für Sammeln, ja, also wenn ihr den drauf bewegt, dann dürft ihr den einsammeln. Wie funktionieren die Spielende-Monolithen? Ja, pro angrenzendes Feld, das ihr besetzt, ja, wird es dann gewertet. Und zwar der, der am meisten angrenzende Felder besitzt, der bekommt hier 5 Punkte. Na, so, der zweitmeiste 2 Punkte. Ja, bei einem Unentschieden müsst ihr euch das dann teilen und abrunden. Ja, besetzt heißt, wenn ich jetzt hier ein Lager hätte, ja, dann, also angrenzend, dann wäre ich schon einmal angrenzend. Ein Männchen dazu, noch eins, wäre auch einmal angrenzend. Und wenn der Rote sich hier auf diesem Feld befinden würde, dann wäre der auch einmal angrenzend. Aber hier steht es 3 zu 1, also bekomme ich hier den Siegbonus. Ja, da gibt es natürlich
noch einfachere Monolithen, zum Beispiel der hier. Ihr bekommt am Spielende einen Siegpunkt für jeden angrenzenden Feld, das ihr besitzt. Ja, also wenn der hier liegt und ihr habt hier alle 6 Felder besetzt, würdet ihr 6 Siegpunkte bekommen. Ja, das finde ich total cool gemacht. Das muss man einmal spielen, dass man das fühlen kann. Man streitet sich hier darum, man kann andere Spieler sperren, indem man hier einfach den Weg versperrt. Ja, man kann zwar durchgehen, man kann sich auch durch andere Lager bewegen, aber nicht auf, ich lege hier mal eins ab, aber nicht auf feindliche Lager drauf, das geht nicht, aber durchbewegen kann man sich. Aber man kann hier diverse Regionen natürlich für sich beanspruchen, indem man die Nachbarschaft, also das Angrenzende, verhindert. Ja, das ist sehr cool gemacht, finde ich, und echt toll. Zusätzlich könnt ihr noch Forschungspunkte, ja, also diese kleinen Zähnchen, ausgeben, um eure Bewegung zu erhöhen. Ein Zahn bringt euch eine Bewegung. So, dann zum Lagerbauen. Ist eigentlich auch ganz cool gemacht. Angenommen, wir beenden unser Feld mit diesem Männchen hier, dann könnten wir sofort ein Lager bauen. Wie macht man das? Da habt ihr verschiedene Lagerplättchen abgebildet, also ausliegen für euch. Und diese Lagerplättchen haben da jetzt verschiedene Werte. Ja, das ist schwierig jetzt mit dem Autofokus bei der neuen Cam. Ah, ich zeige euch das mal hier am besten mit einem normalen Plättchen. Schauen wir mal hier auf der Rückseite dieses einfache Plättchen hier. Wir haben hier ein graues Männchen. Das heißt, dieses graue Männchen muss sich auf dem Spielplan befinden, das baut das Lager alleine. Ich dürfte dann einfach dieses Plättchen wählen, wähle diesen Ort für das Lager, lege das Plättchen ab und bekomme noch hier einen Forschungspunkt. Dann habe ich das Lager gebaut und ab sofort bekomme ich sofort aus meinem Vorrat ein Männchen auf mein Spielertableau, das wieder bereit ist zu migrieren. Ja, so erhöht ihr bzw. vermehrt ihr euer Volk. Ja, jetzt gibt es natürlich noch bessere Lager, die ich bauen kann. Zum Beispiel ein schwarzes Männchen. Ein schwarzes Männchen bedeutet, ich muss ein Männchen entfernen, das geholfen hat, das Lager zu bauen. Ja, also ich könnte jetzt sagen, okay, der baut das Lager alleine, dafür muss ich ihn aber entfernen und bekomme aber 2 Siegpunkte dafür. Ja. Entfernen heißt nicht in den Vorrat zurück, sondern auf euer Spielertableau. Ja, die wandern dann nie mehr in eurem Vorrat, sondern stehen wieder bereit zur Migration. Jetzt gibt es ja noch bessere Plättchen. Und zwar haben wir hier dieses Plättchen. Ja, dieses Plättchen sagt, es müssen mindestens 3 Männchen am Lagerbau beteiligt gewesen sein und ihr müsst dafür 2 entfernen. Wie beteiligt man sich am Lagerbau? Ja, ich will jetzt dieses Plättchen hier bauen. Dazu brauche ich natürlich den, der auf dem Lager steht und 2 angrenzende Männchen, die ihm dabei helfen. Ja, man muss sich vorstellen, die besorgen auch die Ressourcen für ihn, gehen suchen und so weiter. Aber die opfern sich dafür, dass der hier das Lager bauen kann. Ja, also ihr könnt jetzt entscheiden, die 2 wieder auf euer Tableau zurückzunehmen. Dafür dürft ihr dieses Plättchen hier bauen. Aber ich kann natürlich auch den, der es gebaut hat, entfernen und den hier stehen lassen. Ja, gibt es natürlich 4 Siegpunkte für dieses Plättchen. Wir haben hier aber auch noch, da gibt es hier zum Beispiel, ihr müsst natürlich 2 Personen haben, um dieses Lager zu bauen, dieses Lager hier bauen. Der steht drauf, der hilft ihm und einen der beiden muss ich dann entfernen. Könnte auch so aussehen. Da gibt es natürlich diverse Lager und auch hier müsst ihr natürlich die 2 entfernen. Da 6 Siegpunkte, wenn ihr mit 3 Männchen baut und alle 3 dann entfernen würdet. Ja, also auch schon heftig, aber dafür eben 6 Siegpunkte, was schon viel ist in diesem Spiel.
Ja, das passiert alles im Herbst, nochmal zur Erinnerung. Zusammengefasst, jeder Spieler darf sich bewegen, darf dazu Ressourcen, Aktionssteine ausgeben, basierend im Wert des zentralen Rades, und man darf sich Forschungspunkte gönnen, ja, kann man ausgeben, um zusätzlich Bewegung zu erhalten, um Plättchen zu entdecken, hier benachbart am Spielende stehen zu wollen wegen den Monolithen oder Lager zu bauen, die auch möglichst nahe an den Monolithen liegen. Ja, wenn ihr migriert, ja, dann könnt ihr dann auch eines euer Lager nutzen. Ich kann hier bei der Aktion für drei migrieren zum Beispiel und stelle hier dann meine Männchen auf. Ja, dann sind sie dann näher und müssen nicht mehr so weit gehen. Darum geht es hier auf diesem Forschungstableau, was auch zu zweit schon richtig, richtig toll und interaktiv ist. Ich finde ein tolles Zweispielerspiel, auch mit diesem Area Control System, was echt selten ist. Ja, mir ist eingefallen, es gibt noch eine Ergänzung zum Sommer. Warum zum Sommer? Ja, ist mir gerade eingefallen. Ich habe ja gesagt, am Sommer geben wir Aktionssteine aus, damit wir diese Aktion durchführen können. Der Unterschied ist aber, es geht im Uhrzeigersinn. Ja? Jeder Spieler wird in umgekehrter Reihenfolge natürlich wieder einmal gefragt, möchtest du jetzt am Anfang, ja, von 1 bis 6 im Uhrzeigersinn, möchtest du eine Höhlenaktion machen? Wenn der Spieler sagt, nein, ich passe, ist der nächste Spieler an der Reihe. Also jeder darf eine Aktion machen. Wenn jeder eine Aktion gemacht hat, passen oder eben eine Aktion hier, dann wird das Sammeln aktiv. Ja, jeder Spieler darf einmal sammeln gehen. Ja, im Frühjahr kann man das so oft machen, wie man sich's leisten kann, ja, bis jeder gepasst hat. Hier darf man nur einmal. Ja, wenn man passt, dann war's das. Und dann eben reihum alle Aktionen durchführen, bis ihr wieder hier oben angekommen seid. Und dann kommt der Herbst. So, was passiert im Winter? Ja, Winter ist eigentlich nicht so heftig. Da wird jetzt dieses Preisrad hier ausgetauscht, ein zufälliges neu gezogen. Ihr seht, wo ist das eingerahmte Symbol? Das wäre hier der Fisch, nach oben ausrichten. Dann seht ihr schon, wo ihr jetzt die nächsten Aktionssteine, also die nächsten Ressourcensteine ablegen müsst, um die Aktionen zu machen. Dann werden die Karten aufgefrischt, ja, es werden hier alle 5 Karten entfernt, 5 neue Ritualkarten gezogen, bei den Jagdkarten genau das Gleiche. Wenn ihr das durchgeführt habt, dann kommt noch in jedem blauen Symbol eine Ressource, also in jedem Symbol noch eine Ressource auf den dazugehörigen Tragstein, zum Beispiel hier blau, rot, gelb, braun, weiß und grau. Ihr seht schon eine hohe Varianz dadurch, weil die Runde auch immer anders ist. Ja, kann man ja nicht planen, was man dann als nächstes ausdraften wird. Und ja, dann bekommt ihr noch Einkommen. Und zwar Einkommen basierend auf eurem Ressourcenrad. Ja, jetzt könnt ihr das nicht mehr drehen. Ja, das kann man nur drehen, wenn man selber an der Reihe ist, entweder Sommer oder Frühjahr. Und ihr dreht das jetzt um 1 nach rechts automatisch. Das muss jeder Spieler machen und bekommt in diesem Fall 2 Stein, 0 Früchte, 3 Fell, einmal Glaubenspunkt sozusagen, Ritual und einmal hier diese Höhlenmalerei. Stein, den weißen Stein hier. Ja, das war es jetzt eigentlich im Groben von dem ganzen Spiel. Und es gibt noch was Besonderes, da muss ich selber immer auf die Leiste schauen. Ja, es reißt nicht ab, ja, dass ich ja nichts vergesse. Und zwar, es gibt einen Eintauschfaktor. Und hierzu ist auch ein Kritikpunkt von mir schon wieder eben, diese fehlenden Spielerhilfen hätte das Spiel wirklich gebraucht. Allein schon für diese ganzen Tauschaktionen hier, die man sich zwar leicht merken kann, ja, weil ihr seht hier, ja, immer eins abgeben und dafür die jeweilige Aktion so stark machen. Aber hier dürft ihr bei der Migration eben 4 sogar machen. Und hier habt ihr eine Umtauschtabelle. Ja, ihr könnt euch einmal bewegen, wenn ihr einen eben so einen Zahn abgebt. Ich sage jetzt immer Zahn statt Forschung.
Dann, das hier ist Preisrad-Drehen. Dann hier ist Bewegen, ja, also Preisrad-Drehen für einen Zahn. Dann hier ist die Bewegung einmal für einen Zahn am Herbst. Dann haben wir hier zwei Entwicklungspunkte, könnt ihr abgeben, um eine beliebige Ressource, wichtig, aus dem allgemeinen Vorrat zu nehmen. Ja, das heißt, man kann hier ungewollte Sachen umtauschen gegen was, was man braucht, sehr, sehr wichtig. Oder man kann drei Entwicklungspunkte abgeben, um einen beliebigen Aktionsmarker aus dem Vorrat zu nehmen. Ja, weil die sind schon stark, die Aktionsmarker. Und hier, für jeden Ressourcen- oder Aktionsmarker, den der Spieler im allgemeinen Vorrat zurücklegt, erhält er einen Entwicklungspunkt. Ja, das ist ganz einfach. Ihr gebt so viele Ressourcen ab, die ihr überhaupt oder die ihr nicht mehr braucht, und schreitet hier an der Tabelle voran, was sehr wichtig ist, weil ihr damit wieder bewegen könnt, einen beliebigen Stein holen könnt oder einen beliebigen Aktionsmarker holen könnt. Ja, dann die Siegpunktwertung. Oder ich zeige euch noch hier ein paar Karten. Hier hat man an der Rückseite wenigstens die ganzen Karten hier gezeigt, die es so gibt. Ja, ich halte das mal in die Kamera. Da könnt ihr dann stoppen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Dann seht ihr die ganzen Karten. Da muss ich nicht alle erklären. Ja, und am Spielende bekommt ihr sehr, sehr viele Punkte. Und zwar Punkte für eure übrigen Forschungspunkte da. Dann für Höhlenmalereien. Ja, das habe ich selber eingezeichnet als Erinnerung. Pro Leiste. Ja, Leiste bedeutet in diesem Spiel eine waagrechte Reihe. Ganz wichtig. Dann für Tiere und Fußspurenmarker. Ja, also eure Tiere bringen euch Punkte und dann nochmal multipliziert mit den Fußspuren, die ihr gefunden habt. Dann bekommt ihr für Früchte, ja, wenn ihr gleiche Früchte sammelt, hier der Wert für die gleichen Früchte. Dann werden die Monolithen gezählt. Wer hat wie viele angrenzende Felder besetzt, der bekommt dann Punkte für die Monolithen. Und dann zu guter Letzt noch die Zeremoniekarten. Da ändert sich noch ganz viel am Schluss, ja, weil ihr habt ja die ganzen Trigger für das Spielende noch ausliegen und das kann man einfach nicht ausrechnen, wer jetzt vorne ist. Also ich habe bei der letzten Partie gedacht, meine Frau gewinnt. Na, im Endeffekt habe ich dann hier mit 58 zu 56 hier unten gewonnen. Ja, also sehr, sehr knappes Match, die letzte Partie. Und ja, das ist echt ein hammermäßig tolles Spiel. Ich habe gesehen, das ist auch sehr komplex zum Erklären, weil man das fast auf drei Ebenen spielt. Ja, der Frühjahr ist eine eigene Ebene, der Sommer dann eine eigene Ebene und dieses Area Control ist der Herbst auch nochmal dazu. Also eigentlich spielt man es, ich könnte ich so ausdrücken, von mir auf drei Ebenen. Und das Spiel ist auch sehr interaktiv und extrem grübellastig, wenn ihr wollt. Aber ich sage euch eins, auch Grübler werden hier Kopfweh bekommen, weil es ist, ihr könnt hier so viel machen, ihr seid so frei auf dem Spielplan. Ich habe es nicht geschafft, hier zwei Züge vorzudenken, weil es einfach unmöglich viel ist. Ja. Dazu hat man zu viel zu tun. Und zwar, welche Ressourcen will ich in nächste Runde haben hier unten? Ja. Also da fängt schon mal an. Ich kann Entwicklungspunkte ausgeben, um das Rad zu beeinflussen. Ja, wenn man da schon mal vordenken will, ich bekomme die nächste Runde fix diese Ressourcen, aber ich darf hier noch draften, bekomme da dann noch Aktionssteine dazu. Es droppt ein zufälliges Aktionsrad. Dann kommt der nächste Faktor hinzu. Die Spieler können hier nur zwei Aktionen machen. Also jedes Feld ist ja eigentlich nur zweimal durchführbar im Frühjahr. Auch schon hart, der wer zuerst kommt, mal zuerst sozusagen. Und das nächste, was dann total hardcore ist, ja, also hier wird dann noch aufgefüllt im Winter, da kommen noch neue Sammelplättchen. Das nächste, was noch hardcore ist, ist ja, angenommen, ihr habt euch voll den Plan gemacht, ist mir schon mal passiert, ja, wolltet ein bisschen voll auf Fischen gehen und auch die Karte dazu holen. Und meine Frau dreht für einen Forschungspunkt dieses Rädchen um eine Position und hat mir den Plan total vermisst. Natürlich ist es so, dass ihr nicht da sitzt und ihr könnt gar nichts mehr machen, ja. Also alleine dieses Rädchen drehen, wenn man das macht, kann man einen Grübler schon total ins Handwerk pfuschen und total das ganze Spiel ändern. Ja, ich mag das echt,
Das ist voll cool. Ihr könnt das Spiel auch total aus dem Bauch heraus spielen. Das wird die ersten Partien wahrscheinlich auch so sein. Ja, erstmal muss man die Ebenen begreifen. Hat man das begriffen, ist es wirklich nicht schwierig, aber jedoch sehr, sehr umfangreich, das Spiel. Und was mir eben noch gefällt, wir haben hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, an Siegpunkte zu gelangen, alleine durch diese Ritualkarten schon und durch diese Höhlenmalerei-Aktion, sehr thematisch gemacht. Das ganze Jagen, Höhlenmalerei finde ich sehr toll, ist echt cool gemacht. Auch dieses nette Area-Control-System gefällt mir sehr gut. Und ja, kurzes Fazit dazu, war echt cool. Dann gibt es noch einen kleinen Einblick in die Erweiterungen. Und zwar gibt es da noch, will ich euch nicht vorenthalten, so eine extra Leiste. Ja, das sind die Plünderer. Da spielt man dann zu dritt und eine Automa-Version, Automa, der euch dann hier Ressourcen stiehlt, Marker stiehlt, basierend auf die Ressourcen, die er selber oben liegen hat. Ja, dann gibt der führende Spieler, muss immer Ressourcen hier ablegen, anstatt sie auf dem Brett zu legen. Der sammelt die dann, führt die Aktionen drauf, pfuscht euch hier ins Handwerk, stiehlt Sachen und so weiter. Und es gibt noch eine Erweiterung mit Anführer hier, da ist auch sehr viel drin. Ja, die Anführer sind dann noch eine Würze in dem Spiel zusätzlich. Na, ich zeige jetzt nicht alle vor, denn die bringen euch klassisch wie in anderen Spielen auch, wenn sowas kommt, eigene Folgfähigkeiten noch dazu. Ja. Also Anführerfähigkeiten und Spezialsachen, so wie man darf zwei Aktionen machen in der Sommerphase und so weiter, obwohl man ja nur eine machen darf und oder man darf andere Tauschfaktoren verwenden. Ja, also da gibt es wirklich verschiedene Variationen mit diesen Anführern noch dazu, was da ins Spiel dann noch reinkommt. Also echt, echt viel. Ja, jetzt habt ihr ziemlich viel gesehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaut bei mir noch im Fazit vorbei, weil es richtig komplex das Ganze. Hoffentlich habt ihr einen guten Überblick über das Spiel bekommen. Fragt mich einfach im Chat, wenn ihr was wissen wollt von den Regeln her. Noch habe ich sie alle ganz gut im Kopf und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Das war's mit der Spielerklärung von Prehistory von Austrian Board Gamer. Ciao.